Es gibt ja jede Menge Börsenweisheiten. Manche sind weniger schlau, so etwa diese Börsenweisheit. Politische Börsen hätten kurze Beine. Naja, wir haben den Handelskrieg jetzt über ein Jahr und offenkundig haben diese politischen Börsen sehr lange Beine. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch sehr intelligente Börsenweisheiten. Die stammen allerdings meistens nicht aus Deutschland, sondern aus dem angelsächsischen Bereich, wie zum Beispiel die Börsenweisheit: der Tiefpunkte an den Aktienmärkten entstehen nach Ereignissen, während Tops nach Prozessen entstehen. Es dauert also, bis diese Tops sich als solche erkennbar machen, dass hier sozusagen der Wendepunkt war, dass hier nochmal versucht wurde, neue Hochsätze zu erreichen, das aber nicht geschafft wurde und dann ging es nach unten. Sind wir jetzt auch in einer solchen Situation? Das ist die große Frage. Es gibt so ein paar Hinweise, dass dem so ist. Klar, wir haben natürlich zwei Dinge, die immer die Bullen ins Feld führen. Auf der einen Seite der Glaube, dass es mit dem Handelsdeal schon etwas werden wird zwischen den USA und China. Das hat man auch erst ein paar Mal eingepreist. Jedes Mal Hoffnungsrallyes riesengroß. Dagegen, wenn dann Fakten geschaffen werden wie mit Zöllen, dann haben wir leichte Rücksetzer. Das ist so ein bisschen das Mantra, der ewige Optimismus. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Zinssenkungsfantasie. Heute hat Australien erneut die Leitzinsen gesenkt. Also der Glaube, dass Zinssenkungen die Märkte so oder so nach oben bringen, die Märkte so oder so retten. Aber bei den letzten beiden herben Einbrüchen, respektive die beiden letzten Zinssenkungszyklen, die waren ab dem Jahr 2000 und ab dem Jahr 2008. Und da hat nichts mehr geholfen. Die Aktienkurse sind runtergeschmiert, obwohl die Notenbanken die Zinsen gesenkt haben. Also das ist kein Selbstläufer. Schauen wir uns mal diese Hinweise an, die möglicherweise darauf hindeuten, dass die Dinge jetzt schwieriger werden. Was wir hier sehen, das sind zunächst mal die FANG-Aktien. Amazon, Netflix, Google, wie sie alle heißen. Und wir sehen, dass es hier doch deutlich nach unten gegangen ist. Wir haben zum Beispiel eine Amazon-Aktie, die ja so der Highflyer war, die schon länger unter Druck ist, die schon länger nicht mehr wirklich performt. Also wir sehen, dass sozusagen die Werte, die eigentlich die Rallye in den letzten Jahren, kann man fast sagen, getragen haben, dass die anfangen zu schwächeln, dass also hier die Führerschaft durch diese FANG-Aktien faktisch nicht mehr gegeben ist. Wir hatten gestern dann das, was ich als IPO-Desaster bezeichnet habe. WeWork hat den Börsengang abgeblasen. Wir sehen, dass viele, viele IPOs mit ganz wenigen Ausnahmen, die also jetzt in diesem Jahr an die Börse gekommen sind, alle miserabel performen. Jetzt sagt Morgan Stanley, das jüngste Scheitern von WeWork zeigte, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt, dass die Tage, wo das Kapital freigebig war und selbst unprofitable Geschäftsmodelle bedenken und kritiklos unterstützt und sich da rein investiert hat, die sind offenkundig vorbei. Das ist meistens in Situationen der Fall, wo wir wichtige Tops sehen, wo wir das Ende von säkularen Trends sehen, und möglicherweise sehen wir derzeit in einer Prozessbildung das Ende eines säkularen Trends. Also hier sagte zumindest Morgan Stanley ist es, dass die Dinge möglicherweise schwieriger werden. Wir haben dann, das wollte ich nicht zeigen, auch Aussagen des Dickfisches an der Wall Street, JP Morgan, die sagen, okay, wir haben jetzt doch eine signifikante Eintrübung, sowohl bei Revenue, also beim Umsatz, als auch bei der Margin. Wir haben jetzt in diesem Quartal oder jetzt in dieser Berichtssaison, die also langsam angefangen hat, 14 US-Konzerne haben berichtet aus dem S&P 500, 13 haben ihre Erwartungen, ihre Prognosen gesenkt für die weiteren Quartale. Also da sieht man schon, dass da was im Busch ist. Das ist also nicht mehr so einfach. Und wir sehen, wenn ich diese Grafik jetzt finde, endlich, dass zum Beispiel JP Morgan jetzt gestern die US-Aktien abgestuft hat und gesagt hat, wir senken unsere Einschätzung von Overweight, also von Übergewichten, auf jetzt nur noch neutral, und man empfiehlt, europäische Aktien zu kaufen, weil man sagt, die sind viel, viel günstiger bewertet und es besteht zumindest die Chance, dass das, was die Amerikaner schon gemacht haben, nämlich fiskalische Stimulus, was Donald Trump ja mit seiner gigantischen Steuerreform gemacht hat, die letztendlich nichts gebracht hat, außer den Unternehmen Geld zu schenken und in die Staatsverschuldung direkt rein zu investieren, die könnte in Europa noch bevorstehen. Angesichts der sehr schwachen Zahlen, die wir gesehen haben, wird vielleicht auch irgendwann die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung, eben agieren müssen. Dementsprechend ist da vielleicht schon eine Chance. Was wir hier sehen übrigens, das ist der Kurs des S&P 500 oben, und hier sehen wir
die Gewinnerwartungen, die konstant rückläufig sind. Wir erwarten jetzt einen Rückgang Earnings per Share. Und das trotz Buybacks, trotz der Reduzierung der Angebotsmenge von Aktien von 4,43%. Also das ist dann zumindest erklärungsbedürftig, warum die Märkte auf neue Allzeithochs steigen sollten. Das einzige Argument ist, ja, es wird einen großartigen Handelsdeal geben und die Notenbanken senken die Zinsen. Ob diese beiden Argumente zutreffend sind, das werden wir sehen. Das ist im Grunde die Auseinandersetzung zwischen Bullen und Bären. Die Bären sagen, nein, das wird nicht reichen. Was hilft es, wenn die Notenbank die Zinsen senkt, wenn die Unternehmensergebnisse immer schlechter werden? Und wie gesagt, wir stehen jetzt am Beginn der US-Berichtssaison, die so langsam beginnt reinzutröpfeln, noch lange nicht ihren Hochpunkt erreicht hat, aber es beginnt eben jetzt zu wirken. Was haben wir noch? Wir haben also gesehen, dass die Dinge hier schwieriger werden, möglicherweise für die Aktienmärkte. Es gibt aber auch für die US-Aktienmärkte vor allem. Es gibt aber auch säkulare Trends. Es gibt wichtige Trends, zum Beispiel Demografie. Die Leute werden älter. Wenn die Leute älter werden, dann werden sie das Geld, das sie haben, auch in den USA eben in eher niedrige Risiken investieren, werden eher in Vehikel investieren, die weniger Risiko bereithalten. Das sind also Bonds. Wir sehen hier, dass zum Beispiel hier Bond Mutual Funds, also praktisch gemanagte Fonds oder auch ETFs, die solche Bonds abbilden, dass die starke Zuflüsse hatten, während die Bonds, nee, nicht die ETFs, so muss es heißen, nur ein bisschen früh am Morgen, während die ETFs und Fonds eben die Aktien abbilden, deutliche Abflüsse an Kapital haben. Man sieht also, da ist sozusagen strukturell eigentlich Risikoaversion der Fall, auch das spricht übergeordnet gegen weiter fröhliche Steigen der Märkte. Wir haben dann eben auch so Zeichen, wir sehen die CEO-Departures, also immer mehr CEOs in den USA sind abgesetzt worden. Wir haben da einen neuen Hochpunkt. Wir sehen, dass das CEO-Confidence, also das Vertrauen der CEOs, deutlich nach unten gegangen ist, während die Aktien weiter nach oben gehen. Wir sehen hier diese Differenz, die auch erklärungsbedürftig ist. Wir sehen Insider Verkäufe auf neuen Hochs. Wir werden den höchsten Stand wahrscheinlich in 2019 bekommen von Insiderverkäufen, also CEOs, Vorstände, die ihre eigenen Aktien privat verkaufen, aber für die Firma Buybacks machen, also praktisch diejenigen Aktien privat verkaufen, die sie für die Firma wieder zurückkaufen. Da stimmt was nicht, da sind sozusagen Dinge im Gange, die nicht ganz koscher sind und wir werden irgendwann wissen, was nicht koscher war, was da sozusagen dann möglicherweise diese Jobbildung, die derzeit wahrscheinlich vermutlich der Fall ist, was die dann zum Platzen hat bringen lassen. Schauen wir uns mal die Charts an und gucken uns an, was da heute zu erwarten ist. Da machen wir vielleicht erstmal die Termine und gucken uns das an. Da haben wir nämlich Daten heute wieder. Market PMI aus den USA, gestern ja sehr schwacher Chicago Einkaufsmanager Index, Bauausgaben und dann ISM Index Gewerbe. Das wird für die Amerikaner sehr wichtig. Da achten sie sehr stark drauf, mehr als auf den ISM Dienstleistung, obwohl der viel bedeutsamer ist eigentlich realwirtschaftlich. Aber für die Märkte ist der ISM-Gewerbe ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen hier, wir waren letztes Mal bei 49,1, also Kontraktion der amerikanischen Industrie. Die guten Zeiten in Sachen Produktion sind auch in den USA vorbei. Wir sehen hier wie in Europa, wie in China einen ganz klaren Abwärtstrend. Schauen wir uns die Charts an, wie schon vorher angedeutet von Capital.com. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones 27.040. Wir haben wieder so eine kleine Übernachtrampe bekommen. Es ging wieder ein bisschen nach oben. Die Chinesen sind jetzt im Urlaub, heute Xi Jinping mit einer Rede zum 70. Jahresgründungstag der Volksrepublik China. In Japan freut man sich, obwohl der Tankan-Bericht so schwach war wie seit 6 Jahren nicht mehr, obwohl heute die Mehrwertsteuer angehoben wurde von 8% auf 10%. Das gab es 2014 schon mal in Japan, da wurde die Mehrwertsteuer von 5% auf 8% erhoben und die Wirtschaft ist dann saftig eingebrochen, die Konsumenten hatten schlechte Laune. Aber 10% ist natürlich auch Pipifax in Sachen Mehrwertsteuer. Jedenfalls sehen wir, dass da die Kurse wie so oft sozusagen außerhalb der Wall Street-Öffnungszeiten nach oben getrieben werden. Ähnliches Muster heute, der S&P bei 2988. Der DAX hält sich gut möglicherweise. Kommen jetzt die US-Investoren, kommen internationale Investoren und sagen, im Vergleich zu den Amerikanern ist das günstig bewertet. 12.471 sehen wir hier aktuell auf der Uhr. Wir haben auch einen schwachen Euro, der bei 1,0891 ist. Gestern die Verbraucherpreise aus Deutschland, die unter der Erwartungen ausfielen und damit die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands nochmal geschürt haben. Das hat den Euro geschwächt. Wir sehen, dass Gold gestern unter Druck ist, jetzt weiter unter Druck bleibt, 1.464. Goldene Woche in China. Man kann sich jedes Jahr in den letzten
in der letzten Dekade anschauen, jedes Mal in der goldenen Woche fällt Gold, da kann man fast sicher drauf gehen, und dann steigt es nach Ende der goldenen Woche wieder. Und wir sehen hier, dass der Crude Oil Preis auch weiter unter Druck ist, $54.51. Also, möglicherweise sind wir in einem Prozess der Top-Bildung, wahrscheinlicherweise sogar. Wir haben das Argument der Bullen, die Notenbanken senken, die Notenbanken führen Liquidität zu, und wir haben das Handelsdeal-Optimismus-Argument, das allerdings bisher nicht wirklich zwingend sich auf Fakten berufen kann. Fakten sind schon allerdings die Zinssenkungen der Fed. Das sind die Zinssenkungen etwa der Royal Bank of Australia heute, die den Zins auf 0,75% gesenkt hat. Wird sich die Fed dem entziehen können? Wird die Fed auch in einen Zinssenkungszyklus eintauchen? Der ISM-Index wird einen ersten Hinweis darauf geben, wie es um die US-Wirtschaft steht. Schauen Sie da mal rein, 16 Uhr bei finanzmarktewelt.de. Und jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen, in Hamburg zumindest, sehr verregneten Dienstag. Bis dann, Servus und Ciao.